überschüssige Nährstoffe und auch Schadstoffe aus Abwasser entfernen. Mit dieser Anlage wird das möglich. Wasserlinsen in Zusammenarbeit mit Algen sorgen darin für eine Reinigung. Symbiofilter heißt die Anlage deshalb. Mitarbeiter der Firma Aqualight aus Bramsche haben sie gebaut. Und dabei mit Wissenschaftlern der Universität Osnabrück zusammengearbeitet. Wir machen nichts anderes als Natur nachahmen. Wir gucken einfach, was ist vorhanden. Und die Wasserlinsen, die immer auf belastetem Wasser oben drauf schwimmen, die arbeiten halt in einem Zusammenhalt mit den anderen Algen. Und das ist das, was wir versucht haben, hier nachzuarbeiten. Abwasser wird in der Anlage durch große Becken mit Wasserlinsen und Algen geleitet. Es muss dabei eine Gesamtfläche von rund 150 Quadratmetern durchlaufen. Die Wasserlinsen nehmen währenddessen zum Beispiel Nährstoffe aus dem Wasser auf. Das heißt, die Nitratwerte gehen in Richtung Null und die Phosphatwerte gehen auch sehr stark nach unten. Das ganze Jahr kann der Symbiofilter betrieben werden, denn er ist in einem isolierten, umgebauten Container untergebracht. Durch Fenster und ein transparentes Dach sowie LED-Lampen bekommen die Organismen in der kompakten Anlage immer genügend Licht. Wir schaffen optimale Bedingungen, damit die Organismen, die normalerweise im Teich draußen leben, wie zum Beispiel Wasserlinsen und auch Algen, besser gut zusammenarbeiten können. Und das Ergebnis ist, das wird uns gedankt dadurch, dass sie eigentlich sagen, wir machen das Wasser sauber für euch. In Kombination mit diesem Gerät kann die Anlage aber auch Luft reinigen. Die Röhre ist ein sogenannter Wäscher. Er kann Stoffe aus der Luft im Wasser binden. Dazu wird Luft über Kompressoren angesaugt und unten in die Röhre geleitet. Dort durchläuft die Luft fein zerstäubtes Wasser. Dadurch wird sie gereinigt und verlässt den Wäscher ganz oben durch ein Loch. Das Besondere ist die Kombination mit dem Symbiofilter. Der Wasserkreislauf des Wäschers ist an ihn angeschlossen. So werden auch die Algen in die Reinigung der Luft einbezogen. Sie bekommen sowieso eine physikalische Reinigung der Luft durch Waschung mit Wasser. Aber das kann man nochmal 20-40% erhöhen, indem man nämlich lebende Organismen, also Algen, einsetzt. Also es gibt Wäsche mit Bakterien, mit reinem Wasser, mit Bakterien, auch mit chemischen Stoffen. Aber Wäsche, die mit dieser Kombination der Algen arbeiten, die wir im Augenblick einsetzen, sind meiner Meinung nach ist nicht bekannt gewesen bei mir. Das ist neu. Die Algen machen die Reinigung der Luft im Wäscher effektiver. Aber auch im Symbiofilter haben die mikroskopisch kleinen Organismen eine wichtige Funktion. Sie besiedeln die feinen Wurzeln der Wasserlinsen und fördern deren Wachstum. Das Zusammenspiel der Algen mit den Wasserlinsen untersuchen die Projektpartner der Universität Osnabrück. Ihr Ziel ist es außerdem, Algen zu finden, die den mechanischen Belastungen im Symbiofilter und im Wäscher gewachsen sind. Wir haben schon ein paar Stämme gefunden, die den Wäscher gut passieren können, aber wir wollen sicher gehen, dass wir auch die beste Alge haben, welche am effektivsten sich vermehren kann unter den Bedingungen des Wäschers. Der Symbiofilter nutzt eine natürliche Eigenschaft der Wasserlinse. Ihre ungeheure Vermehrungsrate. Durch Teilung verdoppelt sich die Zahl der Linsen nämlich innerhalb kurzer Zeit. Aus der Demonstrationsanlage des Symbiofilters können so pro Tag rund 30 Kilogramm Wasserlinsen geerntet werden. Bei guter Wasserqualität kann man die Wasserlinsen essen oder ansonsten zur Energiegewinnung nutzen. Noch bis 2019 wollen die Projektpartner ihre Anlage optimieren. Doch schon jetzt sehen Sie viele Anwendungsmöglichkeiten für die Technik. Zum Beispiel Straßenverschmutzung durch Diesel oder durch andere kann man durch Wäscher einfangen und dann in das Wassersystem hineinbringen. In Büros zum Beispiel ist es möglich, dass man dadurch eine signifikante Säuberung der Luft bekommt. Es gibt also eine enorm große Bandbreite, wo man dieses System einsetzen kann. Auch zur Reinigung von Abwasser oder stinkender Luft von Kläranlagen. Eine kleine Versuchsanlage haben die Projektpartner im Klärwerk Bramsche installiert. Seit sie läuft, riecht es hier deutlich angenehmer.